So, willkommen zum zweiten Teil der Abschiedsreihe für den 911er. Und heute habe ich gedacht, mache ich mal ein neues Format auf meinem Kanal, und zwar die Reviews. Viel Spaß. So, kommen wir als erstes mal zum Design. Typischer 911er, wie so ein Scheinwerfer. Dann leichte Anspielung an den Käfer. Heckspoiler. Hier in der Heckscheibe steht auch Porsche. Rennkäfig. Und hier Felge mit Rennverschluss. Ja. Ja, das war's dann erstmal mit dem Design. Wir machen weiter mit der Wagen kostet zum Beispiel auf Amazon 41,90 €. Lass uns mal hier ein bisschen die Bilder durchlaufen, dass ihr euch mal Bilder davon machen könnt. Ja, ich habe Bilder durch Bild. Und ja. Das war der Preis. Und jetzt geht es weiter mit der Performance. Man muss sagen, dass die Rückknöpfe ist hier etwas unpräzise. Dafür dann mal rückwärts fahren. Und eine Rockwandwende. Unklappbar. Kommen wir nun zu Pro und Contra. Was den Wagen auszeichnet, ist A, dieses unfassbar geile Design. Mit dieser Paintjob. Und seine Lebendigkeit. Was hingegen nicht so geil ist, ist, dass er auf längere Distanz die Verbindung verliert. Und B, dass durch die Drucktasten die Lenkung nicht so dicht ist, wie es bei Hebel- und Radsteuerung der Fall wäre. Kommen wir zu meinem Fazit. Für Porsche-Fans ein Muss. Für Hot Wheels-Fans sowieso. Und alle anderen sollten sich überlegen, brauche ich ihn, brauche ich ihn nicht. Aber ein Blickfang in jeder Sammlung ist er auf jeden Fall. So, das war's dann mal mit diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr weitere Folgen davon sehen wollt, von diesem Format, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Wagen ich mir mal angucken soll. Ansonsten würde ich sagen, bis demnächst.